ist morgen! Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Fable 2. Aufwachen! Ich hab irgendwie so ein... Okay, irgendwie... Also, ihr hört das vielleicht. Das ist eine ganz schöne Verzögerung. Und das ist nicht nur in der Aufnahme, das ist im gesamten... Ich könnte hier springen. Hört auf. Egal. Weiter nicht. Ha, ihr denkt wohl, ihr werdet was Besonderes. Besser als die anderen. Ja, bin ich. Punkt. Werft euer Geld nicht in den Wunschbrunnen. Nicht? Okay, also wir haben gerade ein bisschen Gold bekommen, ist aber nicht super viel. Wir haben 30.000. Wo haben wir das denn her? Wir haben 15.000 von dem Dings. Ja, gut. Dann müssen wir mal schauen, was wir hier machen. Also, Quests! Wir haben 14 Stück. Was haben wir denn noch? Das Held, der Held des Könnens. Das ist, wir müssen mit Reaver reden. Ach, stimmt, wir müssen noch das Siegel holen. In diese anderen, auf dem Hof, glaube ich. Haben wir hier, bis das der Tod so entscheidet. Das war diese Kacke. Ja, das finde ich kacke. Oma Miggins ist Krankvorsorge mit ihrem Enkel Charlie. Ja, Liebe tut weh. Der einsame Grabhüter des Bowerstone-Friedhofs führt ein merkwürdiges Experiment durch. Okay. Böse sind Wraithmarsh. Die Brüder Max und Sam stecken wieder in Schwierigkeiten und dazu haben sie den ganzen Weg nach Wraithmarsh zurückgelegt. Es ist was faul. Ein seltsamer und unangenehmer Geruch treibt den Rookridge-Gasthof in den Ruinen. Bauer Gigilis möchte, dass sein Sohn heiratet. Achso, das war das. Dann ist das nicht. Das ist auch die Hexenkessel-Kacke. Albion, Schießplatz, Westcliff. Okay, das ist das. Gargoyle, sehr gut, das ist das. Spenden. Eine Spende! Eine Bildhauerin in Oakfield sucht ein neues Modell. Ach ja, das ist das. Können wir auch mal wieder machen, irgendwie, ne? Wir haben ja hier zum Beispiel jetzt ein neues Ding, aber egal. Jetzt die Frage: Was machen wir denn jetzt? Also. Ist alles schwierig. Es ist so viel. Das ist ein bisschen unauf. Also ich fände es hier schöner, wenn es ein bisschen sortierter wäre, dass zum Beispiel Sachen wie die Archäologin, die Gargoyles und so, das sind quasi ja so Sammeldinger, ne? Weil das ist natürlich jetzt so ein Mindestding, aber das sind so Sachen, das sind keine Hauptaufgaben von irgendwelchen Leuten, sondern das sind so eher so Sidequests. Also es gibt ja einmal die Hauptquest, das ist ja hier vorne irgendwo. Das müsste die Hauptquest sein. Und dann gibt es eben noch so andere Quests, wie das hier so. Und dann gibt es halt noch Aufgaben wie sowas hier, Sachen, die wiederholbar sind zum Beispiel. Was ist denn der Brightwood-Turm nochmal? Haben sein ehemaliges Heim zu einem gefährlichen Ort gemacht. Traut ihr euch, im Turm zu schlafen? Aha. Das kriege ich bestimmt hin. Aber erstmal müssen wir hier wegkommen. Das können wir ja noch gar nicht. Wobei, doch, wir könnten mit dem Schiff, glaube ich. Aber das Kalestor ist ja noch tot. Das wollen wir nicht. Oma Miggins ist crank. Nomadenlager. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Hier ist leider auch keine Karte irgendwie so nebenher. Bowerstone, da waren wir nicht. Also da sind wir gerade nicht. Ja, machen wir erstmal Held des Könnens weiter. Weil ich gerade keine Ahnung habe. Versunkener Bauernhof. Ah, Wraithmarsh, doch, ja, da müssen wir. Warte, wieso kommen wir da hin? Egal. Ah, ne, warte, Wraithmarsh war, glaube ich, richtig. Da konnte man sogar, glaube ich, hin, oder? So, hallo. Ist wieder ein Heulgeist. Es ist laut. Ah, es ist laut auf meine Ohren. Das muss ich gleich mal leiser machen. Oh nein. Ey. Oh, Arschloch. Okay, da komme ich nicht hin. Okay, ich kann nicht abschießen. Na gut. Dann halt nicht. Da kann ich aber schon ein bisschen leiser machen hier. Das ist unangenehm, aber what? Glaubt ihr, sie wäre schuld? Glaubt ihr, die Kreatur erkennen, die ihr
Halt die Klappe! Hey. So. Dann machen wir weiter. Kommen noch mehr Kinder. Geister oder Zombies. Ja, was ist das? Ja, ich komme mal nicht, was ich kenne. Ich war ein scheiß Kind. War die nicht sogar älter als ich? Schwester? Warte mal. Ach nee, ist ja immer eine Schwester, glaube ich, oder? Doch ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich dachte, das wäre, weil ich ja das Mädchen genommen habe, dachte ich, das ist getauscht, aber ist ja gar nicht so. Guten Tag. Freischalten. Ach du Scheiße, was muss ich denn jetzt machen? Achso, okay, gar nichts, okay. Ach nee, wegen dem Siegel. Ah, okay, ich glaube, wir haben das Siegel, ja. Gehabt. Das Siegel hatten wir, ja. Lädt Schattenhof. Mhm. Moin. So. Dann schauen wir mal. Okay, man hört hier Geheule. Ist das wieder so ein Heulgeist? Von der anderen Seite natürlich, das ist eine Truhe. Alter, weint eine holde Maid. Wir müssen sie erretten. So, scheint wieder so ein Heulgeist sein. Klavatsch. So, haben wir hier noch irgendwo was zum Sammeln? Hm. Auf der anderen Seite? Oder da in dem Moment? Ach, hier geht's weiter. Oh, Schatz. Schatzi, Schmatzi. Aha. Oh. Man kann Sachen kaputt schlagen. Öffnen. Auferstehungsfiole. Oh, nehmen wir doch. Die sind immer praktisch. Ich brauche sie. Also ich glaube, im ersten Teil brauchte ich sie sogar noch weniger als hier. Aber da war es auch irgendwann einfach. Ah ja. Okay. Ist nicht wirklich die beste. Ah. Das wirst du, glaube ich, sehen, wie gut ich ziele. So. Arschloch. Gut. Dann haben wir hier noch einen Schatz. Dann gucken wir mal, was es ist. Mhm. Nett. Ein Geldbeutel mit 1500. Das ist ja lecker. Hör doch auf zu heulen. Ich komm doch schon. So, haben wir hier noch irgendwas? Ihr seht die Schatten. Ich sehe gar nichts. Hallo. Es wäre schön, wenn diese Kamera auch mal hinterhergehen würde. Halt weg. Zum Glück auch mal. Oh Gott. Hui. Zum Glück braucht man nicht irgendwie eine spezielle Waffe, um Geister oder sowas umzuknüppeln. Noch ein
Noch mehr? Ja, noch mehr. Oh. Boah, eigentlich wäre es voll eine geile, so eine geile hier. So ein geiles Konzept, dieses. Du hast quasi eine. Oh shit. Weil das sind ja hier Geister von. Das hier ist ja Ballerina, glaube ich, ne? So dieses. Du hast halt. Du bist die ganze Zeit am Machen und Tun. Vielleicht ist so die Story auch, du wirst irgendwie. Du kriegst so Aufgaben, ne? So. Alter! Junge, ihr seid alle scheiße. So, ich hau mir mal einen Trank rein. Oh, ich hau mir keinen. Jetzt hau ich mir einen Trank rein. So, dieses, du kriegst irgendwie Aufgaben und vielleicht hinterfragst du das alles sogar gar nicht als Dings. Als Spieler. So, oder auch als Charakter. Machst das alles, machst und tust, denkst du, ja, du bist voll der mega geile Held und letzten Endes bist du eigentlich voll kacke und so. So. Und am Ende hast du dann so dieses. Ja, wie heißt das hier? Bist du so am. Musst du halt gegen einen Haufen Geister und so ein Shit kämpfen? Und es sind halt alle, die du im gesamten Spiel sozusagen gekillt hast. Das ist halt mit. Okay. Das ist halt mit dem. Ah, hallo. Guten Tag. Hallo. Bitte, helft mir. Ich kann hier runterkicken, das kann ich. Ich habe mit ein paar Freunden in diesem alten Buch gelesen, das wir gefunden haben. Mhm. All die seltsamen Worte. Dann gab es ein helles Licht und ich bin hier erwacht. Wo sind wir? Ich fürchte mich. Ich will nach Hause. Ach. Moin. Hallo. Willkommen. Ja, hallo. Willkommen. Ja, schönen guten Tag. Willkommen. Guten Tag. Einer trägt das dunkle Siegel. Vermutlich ich, ja. Aber es sind zwei. Nur einer ist nötig. Mhm. Einer tauscht seine Jugend und Schönheit, damit der König der Diebe die seine behält. Mhm. Diese Abmachung erkennen wir an. Die Regeln sind bindend. Wir nehmen die Person mit dem Zeichen. Ihr müsst wählen. Schnell. Bitte, ich will zu meinen Eltern zurück. Reeves Siegel, dem Mädchen geben und ihre Jugend opfern. Wenn ihr es behaltet, könntet ihr dauerhaft altern. Alter. Das ist Bösi-Punkte. Alter. Ich will nicht alt werden. Sorry. Was? Nein, das könnt ihr nicht tun. Bitte, nicht. Bitte. Ah, machen wir nicht. Reef ist ein Arschloch. Hurensohn. Ey, Reef ist so ein Arschloch. Ich würde ihn gern töten. Na komm. Ja, es vibriert. Was man ja alles tut. Für seine Guti-Punkte. Riva hat den Handel wieder erfüllt. Mhm. Aber wenn die Opfergaben aufhören, holen wir ihn. Das weiß er.
Du bist sehr selbstlos. Du hast dich für das Wohl eines Fremden geopfert. Jetzt muss Reaver seinen Teil eurer Abmachung erfüllen. Okay, ich bin einfach untot. Das ist okay. Wäre ich also einfach nur alt? Warte mal, ich will mal kurz meine Klamotten hier ausziehen. So. Kopfbedeckung ohne. Ich habe keine Haare auf dem Kopf. Das ist ja scheiße. Das Banditentuch. Wegelagerer Hut. Auch mal so. Ah, warte. Okay, ich sehe. Naja, ich sehe schon irgendwie hässlich aus, ne? Gut, ich sah vorher auch nicht hübsch aus, muss man ehrlich sagen. Aber jetzt kann man das mit der. Moment. Kleidung. Wir bleiben beim Banditentuch, weil. Ist schöner. Und Aggressivität. Nee, keine Ahnung. Das sieht irgendwie jetzt besser aus. Ich sehe jetzt ein bisschen aus wie so ein Zombie. So, ihr Misitz. Arschloch. So ein Arschloch, der Typ, ey, ohne Witz. Ja, Schatz wahrscheinlich hier oben, oder? Oder wo, ja. Ja, es ist der Schatz, den ich eben schon gesehen habe, mein Freund. 105 bekommen. Ich hoffe, ich kann Reaver töten. Der ist ein Arschloch. Ewigkeitsgesundheitstrank. Wie ein Gesundheitskopfschutz aus unmittelbarer Nähe. Der stärkste verfügbare Gesundheitstrank überhaupt. Das ist doch schön. Ich glaube, es gibt aber auch irgendwie eine Möglichkeit, wieder jünger zu werden oder sowas. Aber das ist wahrscheinlich wieder auch mit Bösi-Punkten oder ich habe keine Ahnung. Oder ein Trank, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, Wraithmarsh. Gut, irgendwas war noch mit Wraithmarsh. Irgendwelche Leute waren noch irgendwie nach Wraithmarsh. Marsh gelatscht. Inhalt wird gespeichert. Blitzschattenserie-Kontrolle nicht aus. So, können wir nämlich gleich mal gucken. Stellen Sonderangebote. Ne, Quest war das. Rettung der Sklaven. Bis das ist ein Schatz. Liebe tut weh. Böses in Wraithmarsh. Da. Nach Stadtzentrum. Es liegt im Quest Böses. Was? Machen wir erstmal nicht weiter. Keine Ahnung. Ach, Bloodstone Villa ist das. Deine Rückkehr zu Reaver wird sicher spannend. Wenn wir Reaver haben, führt dein Weg direkt zu Lucien. Dann gibt es kein Zurück. Wenn du noch etwas zu Ende bringen willst, ist das deine letzte Gelegenheit. Okay, danke für die Info. Dann machen wir noch ein paar Quests, würde ich sagen. Rettung der Sklaven, das ist immer so die Sache. Bis das der Tunnel, das machen wir nicht. Machen wir das hier. Bauertümpel. Die haben wahrscheinlich nur gesagt, ja, guck mal, da oben ist eine Quest. Achtet auf Sonderangebote. Die Stadt. Ein Tätowierer. Zippidu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 pid
Er könnte erschrecken, wenn er euch sieht. Also nehmt diese Nachricht, damit er weiß, dass er euch trauen kann. Klar, machen wir. Oma Miggins Nachricht, Info. Lieber Charlie, bitte folge diesem netten Menschen und habe keine Angst. Deine Großmutter. Gut, machen wir. Bye. Im Grab der Helden nach Charlie suchen. Na gut. Ups, ups, ups. Sorry. Ich wollte euch nicht umhauen. Frage ist, ist es jetzt ein Kind? Wir hatten ja letztes Mal auch schon so ein, hier, im ersten Spiel gab es ja auch so ein Kind, was von der Oma sozusagen, nicht wieder zur Oma wollte.